Aber die Ehre, Grüße an den Abonnenten. Heute schnelles Unboxing. Mein neues 5.1 Set ist da. Oh, das Teufel Konzept E400. Das momentan beste 5.1 Set von Teufel. Dann packen wir mal den Bad Boy aus. Ja. So, als erstes, was haben wir hier? Wie immer eine Anleitung. Ja, die Anleitung gilt fürs Konzept 100, 200, 300 und 400. Garantiekarte und das übliche Gedöns eben. Jetzt haben wir hier einen Stromkabel, ja, das ist ganz normale, da brauchen wir nochmal das kleine Unboxing-Messer, ja. Vorsicht, nicht die ganze Flosse abschneiden. Zack, geht doch, jawohl. Und man sieht, es ist ein ganz normales Standard-Stromkabel, wie es an jedem Elektrogerät verwendet wird heutzutage, Fernseher, Computer, alles. So, wunderbar. Und weiter geht's. Jetzt packen wir mal die Füße aus. Man sieht, es sind 6 Füße dabei, aber es sind nur 5 Satelliten. Ja, da wundert man sich, warum sind da ein Fuß zu viel dabei. Aber das zeige ich euch noch nachher genauer. Die haben nämlich eine verschiedene Höhe. Man sieht hier leider nur Plastik, aber ganz gut verarbeitet. Unten 4 Füße, hinten kommen die Lautsprecherkabel durch das Loch und oben nochmal ein Schutz, ja, damit man die Box nicht beschädigt, wenn man es hinschraubt. Und jedenfalls die verschiedenen Höhen von den Füßen zeige ich euch gleich nochmal. Das ist nämlich, wenn man den Center kann man natürlich horizontal oder vertikal befestigen, ja, das kann man sich aussuchen. Dann sind auch noch verschiedene Schütze dabei, dass der Teufel-Schriftzug stimmt, wenn man horizontal oder vertikal befestigt. Und man sieht hier, ja, der für den Center ist 2 cm nochmal kleiner, wenn man horizontal befestigen will. So, und jetzt geht's weiter. Hier die Lautsprecher an sich, ja, das sind 2 Wege-Lautsprecher, die haben einen 80 mm Mitteltöner, ein 19 mm Hochtöner, eine Dauerbelastbarkeit von 60 Watt, eine Maximalbelastbarkeit für 100 Watt. Sie haben ein Volumen von 0,7 Liter und wiegen ungefähr ein halbes Kilo. Man sieht hier auch nur Klemmen, aber naja, das ist übrig in der Preisklasse. Und hier man sieht, das Kabel kann man abnehmen. Ich meine, den Schutz hier kann man abnehmen. Schaut, finde ich, besser aus. Man kann sie auch mit einer Wandhalterung befestigen, die muss man dazu kaufen. Lautsprecherkabel sind keine dabei in diesem Set, ja, die muss man sich alle selbst kaufen. Cinch-Kabel sind auch nicht dabei, also nicht vergessen beim Bestellen. Hier noch die restlichen Boxen, die packe ich jetzt nicht mehr aus. Sehen ja alle gleich aus, am liebsten wäre es mir gewesen, es hätte auch in Weiß welche gegeben. Aber irgendwie gibt es jetzt fast nur noch Schwarz-Hochglanz, ja, da sieht man jedes Körnchen Staub drauf, echt ärgerlich, aber ist anscheinend in zur Zeit. Ja, ich habe gehofft, schwarze Boxen sind jetzt out, aber setzt sich immer noch durch. Ja? Und jetzt sieht man hier noch die Befestigung für die Lautsprecher. Ja, auch nur aus Plastik, aber was soll's. Zieht man eh nur einmal und dann nicht mehr. So, weiter geht's. Jetzt kommt der Subwoofer. Da mache ich einen kleinen Schnitt, damit es schneller geht. Und der Subwoofer hat ein Volumen von 63 Litern, wiegt ungefähr 23 Kilo, hat ein 2 Watt Standby-Verbrauch, ein 30 cm Tieftöner, 35 Watt Sinus pro Kanal, haut raus der Verstärker, der im Subwoofer verbaut ist, und 150 Watt Sinus für den Subwoofer. Hier sind wir noch die Bedienelemente für Power, Standby, Volume, Bass plus Minus, unten die Bassreflexröhre, hinten sieht man noch den Ein- und Ausschalter, die Kühlrippen, hier kommen dann die Lautsprecherkabel rein. Und rechts sieht man noch die Cinch-Eingänge für die Soundkarte. Und das war es eigentlich schon. Ja. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Ich habe schon getestet. Geiles Teil. Ich hoffe, das hält genauso lang durch wie das alte Teufel. Macht es gut. Ciao.